Grüezi, liebe Zuschauer, in der heutigen Sendung «Unsere Musik», da stellen wir Ihnen vor, den Volksmusikforscher, Klarinettist, Komponist und Kapellmeister Emil Widler. Mit einer eigenen Komposition von unserem heutigen Studiogast hat die Sendung angefangen. Wir sind aber nicht in der Mühle Passuk, wie der Titel geheiss hat, sondern wir sind hier in unserem Musikstübli. Und ich darf neben mir zu jetzt den Emil Widler begrüßen. Emil Widler, wie ist das? Stammen Sie aus einer musikalischen Familie? Mein Vater hat Cello gespielt, meine Geschwister die Klavier, Mutter hat früher auch mal Klavier gespielt. Und Ihr erstes Instrument? Auch Klavier. Haben Sie dann gerade von Anfang an Ländlermusik gemacht? Nein, ich habe eine klassische Musikausbildung genossen und habe erst im Studium angefangen, Ländlermusik zu machen. Und wann haben Sie dann die erste Klarinette gekauft? Beim Stockersepp, wo ich im dritten Semester war. Sie sind dann aber, ich glaube, ins Welsch gegangen nachher, oder? Nachher habe ich 3 Semester in Lausanne gemacht, habe dort eine Klarinettenstunde genommen. Und als ich dann wieder zurückgekommen bin, nach dem zweiten Proppi, haben wir eine Studentenländlerkapelle gegründet. Aus selber Zeit stammt auch die Zeichnung, die ich unseren Zuschauern zeigen darf. Sie stammt von einem berühmten Mann, gell? Das ist von Alex W. Dickelmann. Und für was hat er denn die Zeichnung von euch gemacht? Wir haben die Karte an einem Altherrentag der Singstudenten verkauft, um eine Bassgeige zu kaufen. Und da sehen wir auch, wer in dieser Studentenformation dabei war. Vielleicht können Sie sich noch erinnern. Das ist der Erwin Gregori an der Bassgeige. Der Luzi Schiebler hat Schweizer Orgel gespielt und ich Klarinette. Sie haben aber in Zürich noch andere prominente Partner gehabt, als Sie mit ihnen zusammen gemusiget haben, gell? Ja, mit dem Stockersepp. Mit dem Walter Wild, mit dem Kasi Geisser und mit dem Meier Heiri. Nachher haben Sie sich dann zusammengetan mit dem Luzi Bergamin und haben eine sehr berühmte Formation gehabt. In Bern haben wir dann die spätere Studentenländlerkapelle, das Berner Ländlerquartett und das Berner Ländlerquintett gegründet. Und wenn wir gerade bei Gründungen sind, Sie sind auch der Gründer von der bekannten, legendären, kann man sagen, Ländlerkapelle Zogen am Bogen. Wann war das? Das war etwa anno 68 oder 58, als Martaler mit uns spielen.
Die Kapelle Zognobogen hat den musikalischen Auftakt gespielt und ist auch jetzt bereit für das nächste Stück. Ich darf Sie bitten, wieder zu Ihren Kollegen aufzugehen. Es sind alles Leute, die schon damals miteinander gespielt haben, nämlich der bereits erwähnte Thomas Marthaler an der zweiten Klarinette, dann als Schweizer Örgeli der Josias Jenny und der Rudi Witwer und schließlich der Bassgiger der Sepp Bleiker. Und wir hören das Stück im Dreivierteltakt. Demo, so hat der Walzer geheißen, von Paul Kollegger. Hätte natürlich ebenso gut können, eine Melodie sein von Emil Widler. Er hat schließlich selber auch einen Haufen komponiert, im Ganzen, glaube ich, etwa ein Dutzend Stückchen. Josias Jenny, Sie sind ein treuer musikalischer Weggefährte von unserem heutigen Studiogast. Ja. Wie lange haben Sie eigentlich zusammen gespielt? Wir haben mehr als 40 Jahre zusammen gespielt. Und wo haben Sie hauptsächlich gespielt? Wir haben in der ganzen Schweiz gespielt, aber auch sehr viel im Bündnerland. Ja, Ihr als Unterländer? Jawohl, wir als Unterländer. Das heisst, ich bin ein Bündner, aber ich bin im Unterland schon viele Jahre wohnhaft. Und ich darf sagen, dass wir eigentlich die heute bekannte Bündnermusik vom Unterland aufgebracht haben ins Bündnerland. Und von dort strahlt es jetzt wieder ins Unterland. Genau. Emil Widler, wo sind Sie jetzt noch musikalisch aktiv? Ich spiele heute noch mit dem Wiedenthaler Ländlerquintett. Ich leite da auch den Schweizer Örgli-Freunde leiten und auch mitspielen dort. Und dann noch in der Schürmüllimusik. Die Schürmüllimusik ist ja heute da bei uns im Studio. Ich darf Sie vielleicht bitten, durchzugehen. Da lernen wir nämlich den Emil Widler noch als Cellist kennen. Der Emil Widler, der übrigens seine Lebtung als Apotheker geschafft hat. Und da sehen wir seine alte Apotheke, wo er von 45 bis 47 aktiv war. Nachher hat er eine neuere Apotheke bis vor 7 Jahren übernommen. Und bei seiner Tätigkeit hat ihm seine Frau geholfen. Frau Dr. Widler werden wir dann nachher auch noch ein bisschen vorstellen. Aber jetzt werden wir zuerst Musik hören von der Schürmüllimusik. Das sind eigentlich zwei Familien, die da mitmachen. Nämlich auf der einen Seite der Vater Schirmer am Hackbrett, Mutter Schirmer am Klavier und Barbara Schirmer, das Töchterli, am zweiten Hackbrett. Und auf dieser Seite sind die Widlers, nämlich der Emil Widler am Cello und sein Sohn, der Rudi Widler, der eigentlich Pop- und Rockmusikant ist, an der Bassgiger. Und wir hören es. Ein C-Dur schottisch. Thank you.
war die Schürmühle-Musik, Frau Dr. Widler. Ihr Mann war viel beschäftigt, beruflich, musikalisch. Hat er überhaupt noch Zeit, um dann eben Hobby zu pflegen? Wenn ich Ihnen erzähle, dass er noch 4 selber geschliffene Spiegel hat daheim. Ja, zum sich anschauen drin? Nein, zum mit Sterne schauen und den Mond und all das. Das tut er uns an uns erklären. Und ich glaube auch im Naturschutz ist er irgendwie aktiv. Ja, ist er im Seehofschutzkommission ist er auch. Wir haben hier einen Helge, wo wir ihn gesehen haben, im Schiffli. Hat er ein eigenes Schiff? Ja, das haben wir. Und da wird er sich ein bisschen fitter halten mit Rudern und so, nehme ich an. Ja, natürlich, auch prima Rudern. Was macht er sonst noch so? Ich glaube, schiessen geht er auch. Ja, er geht auch schiessen. Zwischen ihm muss er also auch noch schiessen. Mit den 2 Schachteln voll Abzeichen. Sicher. Und sonst haben er auch noch Haufen Schachteln oder Haufen Gestell. Was tut er hauptsächlich sammeln? Hauptsächlich tut er, oder hat er einmal Grammophonplatten gesammelt. Mhm. Und nicht nur Platten, sondern auch Noten und Programme. Einfach alles, was irgendwie klickt. Wir sind ja bei Ihnen daheim, ich kenne Sie ja. Wir haben also den Weg gefunden, über all die Schachteln aus und alles, schließlich im Keller, aber ins Refugium von Ihnen, Herr Dr. Widler. Und dort unten haben wir es ein bisschen umgeschaut und umgelost. Da sehen wir Sie gerade an der Arbeit, wenn man so darf sagen. Das heisst, jetzt nauschen Sie noch etwas irgendwo und nehmen jetzt eine Platte auf. Sie sind am Tonbandgerät. Was ist das für Musik, die wir da hören? Haben Sie die selber aufgenommen? Das ist ein Stück vom Kollegger. Das heisst Erinnerung an Kollegger. Aha. Und jetzt stellen Sie das abstellen und gehen jetzt durch zu einem anderen Gerät. Das ist ja neumodisch. Das ist so ein Bandgerät. Sie haben noch viele ältere, schöne Apparaturen bei Ihnen. Eines davon ist zum Beispiel ein Plattenschneidgerät, das wir jetzt gerade werden sehen bekommen. Mit dem Plattenschneidgerät, was haben Sie damals gemacht? Da habe ich einen Tanz aufgenommen, aus der Zeit, wo es noch keine Tonbänder gegeben hat. Und wo haben Sie die Tanz aufgenommen? In einem Studio oder sind Sie da? Die habe ich bei diesen Musikern daheim aufgenommen. Bei manchmal ist es Engadin aufgegangen und habe dort noch den Davoli aufgenommen auf alte Grammophonplatten. Also das ist nicht ein Plattenspieler, liebe Zuschauer, nein, sondern das ist es. Ein Schneidegerät, Plattenschneidegerät. Und Sie sind mit dem auf dem Buckel sind Sie da in die Bergen aufgegangen, in Bündenberg, ja. Und haben dort die alten überlieferten Melodien noch aufgenommen. Aber Sie haben nicht nur diesen Apparat, etwas anderes hat uns noch fast mehr fasziniert. Sie haben einen Vorläufer von den modernen Grammophonapparaten und von den Phonographen, noch etwas Älteres. Was ist das? Ein Edison-Phonograph. Den tut man nicht den Ton auf einer Platte festhalten, sondern auf einem Zylinder. Platte, Stichwort Platte. Wie viele so alte Schellackplatten, wie Sie jetzt gerade eine zum Kasten ausnehmen, haben Sie eigentlich etwa so? Ja, über 1000 Stück. Und da hat es natürlich einen Haufen Raritäten darunter und exklusive Sachen. Und da haben wir den Phonograph, den wir davon geredet haben. Da tut man also einen Wachszylinder einschieben, gell Sie? Ja, die werden später als Hartgummizylinder vervielfältigt. Und dann tönt das etwa so, he? Jawohl. In dem Keller tun sie aber nicht nur pröbeln und überspielen und ihre Sammlung ergänzen und archivieren, sondern auch sind sie auch kreativ tätig. Sie haben in dem Keller sogar noch Platz gefunden für ein Klavier. Das ist ein kleines Wunder, Emil Widler. Und an dem Klavier da sind sie tätig, da tun sie komponieren und sie arrangieren. Wenn ich etwa die muss eine zweite Stimme spielen, tue ich die gerne am Klavier vorspielen, damit er sich an harmoniegerecht aufnotieren. Aber es tut mich spässig, dass Sie als Bläser dann Ihre kompositorischen Arbeiten am Klavier machen. Ja, ich bin musikalisch nicht dermaßen gebildet, dass ich eine zweite Stimme ohne weiteres schreiben kann. Aber Sie, was Sie können, das ist eine Grossformation leiten. Wir haben ja vorhin bereits gesagt, dass Ihre musikalische Haupttätigkeit darin besteht, dass Sie die Aarauer Schweizerögli-Freunde leiten, gell Sie? Ja. Wie lange machen Sie das schon? Das mache ich etwa 5 Jahre schon. Und was haben Sie dort so für ein Ziel mit diesen Musikanten? Was ist Ihr Ziel? Mein Ziel ist, mit denen eine möglichst präzise Formation auszubilden, damit die Leute tipptopp spielen können. Und ich glaube, das können sie. Das haben sie zum Beispiel im letzten November bewiesen. In der Fernsehsendung «Komm und schau». Dort haben sie ein Stück von ihnen gespielt. Und das werden wir uns jetzt miteinander anhören. Es ist eine Komposition mit dem Titel «Im Kaffee Brennglas». Thank you.
Etwas vom Erstaunlichsten bei Ihnen, Emil Widler, ist Ihre Vielseitigkeit. Ich habe zum Beispiel hier einen Helge, wo Sie mit die Trachtenmeidlinien stehen. Sie haben vorher gesagt, das sei auf der Rigi oben gewesen. Bei welcher Gelegenheit? Das war am Trachtenfest, am Eidgenössischen Anno 36. Da haben Josias und ich bereits schon die Trachtentanz begleitet. Also Sie sind der Präsident von dieser Trachtengruppe? Nein. Das war ja, glaube ich, eine Spezialität von der Zogenabogen, dass ihr viel sind, die Trachtentanz begleitet haben. Wir sind manchen Sonntag miteinander gegen Trachtentanz. Und auch in einer anderen Sparte von der volkstümlichen Aktivitäten sind Sie tätig gewesen. Da sehen wir einen Jodlerclub. Es ist, wie es da unten heisst, am eidgenössischen Jodlerfest in Olten gewesen, im 36. Was ist das für ein Jodlerclub? 58 oder 58, ja. Ich habe 25 Jahre den Jodlclub Singen geleitet. Und das war nicht der einzige Jodlclub, den Sie geleitet haben. Sie haben einen zweiten geleitet, nämlich den hier. Der von Niederlands. Das war am eidgenössischen Jodlerfest in Aarau. Also ein Mann, der ungeheuer viel da hat mit der Volksmusik und für die Volksmusik. Thomas Marthaler, Sie kennen den Emil Widler in- und auswendig. Wie würden Sie in ein paar kurzen Sätzen sein Wirken und seine Wirkung zusammenfassen? Ich habe vor 40 Jahren mit dem Emil Widler das erste Mal gespielt. Damals habe ich ihn sehr geschätzt als Klarinettist. Ich war ganz jung. Und nachher habe ich gesehen, dass er sehr viel geschafft hat, Bands gesammelt hat, die niemand sonst mehr hat, aus dem Bündnerland und auch aus anderen Gegenden. Eine grosse Sammlung. Und ich glaube, der Emil Widler mit seinen immerhin jetzt 76 Jahren ist für sein Alter noch gut beieinander. Ja, das kann ich sagen. Wir haben immer noch etwas zusammengespielt und machen es auch jetzt noch etwas. Der Emil Widler ist für mich das lebendige Beispiel dafür, dass Volksmusik machen gesund und fit erhalten. Und vielleicht hat er auch nicht ganz alle Pillen gegessen, die er selber in der Apotheke verkauft hat. Wir werden jetzt zum Schluss noch mal hören, und zwar mit seinem eigenen Ländlerquintett und natürlich mit einer Eigenkomposition. In dem Quintett spielt mit als zweiter Klarinettist der Werner Hunziker, dann als Schweizer Orgler der Werner Egerter und den Oldi Hirt und an der Bassgeige der Peter Schmid. Und wir hören den Schottisch von unserem heutigen Studiogast, nämlich am Baraggenball.